sprachen vorhin von Eigenverantwortung und Überforderung der sozialen Systeme. Meine Frage lautet jetzt, es wird ja diskutiert, oder es ist diskutiert worden über eine Bürgerversicherung. Über eine einheitliche Grundversicherung. Und dann ist es sozusagen die Obliegenheit jedes Einzelnen, sich zusätzlich nach Wollen können, also man muss unterscheiden, ich halte eine Menge davon, insbesondere wenn es um die Alterssicherung geht. Also Meinhard Miegel und ich haben in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts unter dem Eindruck der demografischen Entwicklung vorgeschlagen, dass man das Versicherungssystem von einer Vollversicherung umbauen soll auf eine Grundsicherung. Also als Basis, und zwar sollte jeder diese Grundsicherung bekommen, der 25 Jahre Steuern in Deutschland gezahlt hat. Und zwar, ob die verheiratet waren, nicht verheiratet, spielt keine Rolle. Also Witwen, und das spielt alles keine Rolle, sondern jeder bekam die Grundsicherung. Nach heutigen Vorstellungen wäre das ungefähr 800 Euro gewesen, nehmen wir mal diese Zahl, einfach zum Rechnen. Und diese Grundsicherung bekam man zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 100%. Wenn man sie früher in Anspruch nehmen wollte, wurde sie abgezinst, aber, und das Entscheidende ist, wenn man sie später in Anspruch nahm, stieg sie an. Das heißt, der Betrag wurde so behandelt, als wäre er finanziert aus einem Kapitalstock. Und bei einer solchen Versicherung steigt ja die Versicherung mit der späteren Inanspruchnahme entsprechend der Sterbetafeln, also durchschnittliche Lebenserwartung. Und das hätte bedeutet, dass wenn einer die ersten 5 Jahre zum Beispiel von 65 bis 70 für sich auf andere Weise gesorgt hätte oder für sich und seinen Lebenspartner oder Frau oder was auch immer, dann wäre die angestiegen. Das heißt, der Versicherte hätte das Risiko der Langlebigkeit auf die Allgemeinheit übertragen können, aber zu einem sehr viel höheren Satz, weil er sehr viel später reingegangen ist. Und genau das. Erstens mal hätte man das nicht manipulieren können, deshalb haben wir vorgeschlagen, es kann nur mit 2/3 Mehrheit verändert werden im Bundestag. Und zweitens hätte es nur ein Bruchteil der Administration erforderlich gemacht und vor allen Dingen keinerlei Ausnahmen. Ist egal, wer auch immer. Und jetzt hätten die Leute überlegt, wie kriege ich das hin, dass meine, wenn sie Initiative haben, wie das steigt. Und einige haben gesagt, wir arbeiten länger, die anderen hätten gesagt, wir schließen eine Lebensversicherung ab, die wird beim 65. Lebensjahr fällig und zahlt uns die ersten 5 Jahre. Ein Dritter hätte gesagt, wir verrenten unser Häuschen. Ein Vierter hätte gesagt, wir haben ein Häuschen, die Kinder kriegen es, wenn sie für uns 5 Jahre sorgen, oder wir vererben es an die Kirche. Also es gibt eine Fülle von Beispielen. Und die Imaginationskraft einer Bevölkerung, die einen Vorteil davon hat, wenn sie etwas richtig innovativ denkt, ist außerordentlich groß. Das Einzige, was wegfiel, war, dass man vor Wahlkämpfen den Rentnern versprechen konnte, dass die Rente angehoben wird. Das fiel weg. Und das war auch der Hauptgrund für den Widerstand. Man wollte unter keinen Umständen diese Institution verändern, obwohl man wusste, dass es nicht anders geht. Und jetzt fängt die Debatte an, aber bedauerlicherweise von der falschen Ecke. Denn jetzt ist es so, dass im Rentenversicherungsrecht ein neues Problem gelöst werden muss. Nämlich, wie viel kriegt jemand an Rente, der eine gebrochene Biografie hat? Also nicht die sogenannten Eckrentner-Eigenschaft mitbringt, 45 Jahre lang gezahlt zum Durchschnittslohn, sondern mal halbtags gearbeitet hat, mal geringfügig, dann wieder Vollzeit. Damit kriege ich keine Rente, von der ich leben kann. Also ist im Rentengesetz jetzt eine Grundsicherung enthalten. Die kriege ich aber nur im Falle von Bedürftigkeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt schon die Leute, die Hartz IV beziehen, ungefähr 6 Millionen der Bevölkerung ausmachen und dann nochmal 4 bis 5 Millionen Rentner dazukommen, die eine gebrochene Biografie haben, im Augenblick ist es so, im Augenblick ist es etwas besser, aber normalerweise war von den Beschäftigten 1/3 immer Halbzeit, also Teilzeit beschäftigt oder geringfügig. Also das ist schon eine ganze Menge, es sind fast 10 Millionen. Wenn die jetzt auch noch kommen, dann muss ich bei all denen die Bedürftigkeit prüfen. Geht überhaupt nicht.
Also auf dem Umweg komme ich jetzt zu dem Ergebnis, aber mit viel höherem Aufwand und mit sehr viel höheren bürokratischen Hürden. Das ist ein ganz praktisches Beispiel für das, was Besitzstände leisten können, die bei der Bevölkerung auf Unterstützung stoßen, weil die Bevölkerung nicht ausreichend informiert ist. Bitte sehr. Herr Biedenkopf, Sie sprachen von der Chance, die in der Übertragung von Verantwortung für den einzelnen Menschen liegen kann. Sie haben in Ihrer Rede hier primär die Verantwortung für andere angesprochen, aber Verantwortung beginnt ja erstmal bei sich selbst. Richtig. Und da haben wir nun, gerade weil wir von sozialen Sicherungssystemen sprechen, ein System, in dem sich offensichtlich die Mehrheit des Volkes ja auch wohlfühlt, geborgen fühlt. Auf der anderen Seite sind Einengungen der Eigenverantwortung da, die nur schwer begründbar sind und aus meiner Sicht auch auf Dauer kaum halten können. Wenn wir an die gesetzliche Krankenversicherung denken, die bei sehr unterschiedlichen Beiträgen, je nach Einnahmen, das wird ja sowieso nur auf den Angestellten abgestellt und nicht auf den, der von dieser Bindung frei ist, zu gleicher Leistung führt, auch wenn er das Achtfache zahlt von einem anderen, dann mag er gleichwohl die gleiche Leistung erhalten. Das ist nicht so ganz leicht verständlich und ich glaube auch, dass es gar nicht so sehr viele wissen, dass es so ist. In der Rentenversicherung ist es nun anders, da kriegt man nun auch unterschiedliche Leistungen, je nachdem, was einem bezahlt wurde. Aber wir haben eine Versicherung, eine gesetzliche Rentenversicherung, die zwingend ist, aus der die 80%, von der Sie sprachen, gar nicht rauskommen können durch eigene Entscheidung. Wäre es nicht ein ganz wichtiger Schritt zu mehr Freiheit und damit vielleicht auch zu mehr Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, wenn wir die Grenzen der Versicherungspflicht zumindest nach unten bewegen würden und nicht immer weiter nach oben und deswegen dem Einzelnen eher die Chance geben würden, für sich selbst zu sorgen, über ein Niveau hinaus, auf das die Gesellschaft Anspruch hat, nämlich dem, wo er den anderen zur Last fallen kann. Also wenn Sie erlauben, möchte ich ja die Rente und Krankenversicherung trennen, denn es sind zwei verschiedene Systeme. Bei der Rentenversicherung und bei dem Vorschlag, den ich Ihnen gerade erläutert habe, wird die Rente, also bei der Grundsicherung, wird die Rente nicht aus Beiträgen, sondern aus Steuermitteln finanziert. Das heißt, die Grundsicherung, wie es ja heute auch ist, also bei Hartz IV und auch bei der Rentenversicherung, aus Steuermitteln. Warum? Weil die Verteilungsgerechtigkeit in der progressiven Besteuerung liegt. Also diejenigen, die viel haben, also viel hohes Einkommen haben, zahlen auch einen hohen Beitrag. Diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, zahlen entweder nur einen geringen oder gar keinen Beitrag. Etwa die Hälfte der Bevölkerung. Die Hälfte der Bevölkerung zahlt etwa 7-8%, die untere Hälfte, Einkommenshälfte, 7-8% des gesamten Einkommenssteueraufkommens. Die obere Hälfte zahlt entsprechend über 90%, davon die oberen 15% alleine 25%. Das heißt, sie haben eine ganz unterschiedliche Belastung. Das ist ja der Zweck der progressiven Besteuerung und macht auch Sinn. Das Zweite ist, die Grundsicherung, von der ich sprach und die dann ansteigt, ist ja gerade das, was Sie wünschen. Dass nämlich die Leute jetzt auf der Basis einer Sicherung des Existenzminimums, so nicht Existenzminimums, eines menschenwürdigen Lebensstandards, so wie das Bundesverfassungsgericht das in hervorragender Weise begründet hat. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, aus der Würde des Menschen resultiert eine gemeinschaftliche Verpflichtung des ganzen Volkes, niemanden unter dieses Niveau absinken zu lassen. Das finde ich auch richtig. Das ist auch machbar. Es wird auch die Deutschen nicht umbringen, ganz im Gegenteil. Das wird uns alle das Gefühl nehmen, dass keiner wirklich in Not ist, also in existenzieller Not. Aber alles, was darüber ist, braucht der Staat nicht zu regeln. Da haben Sie vollkommen recht. Auf dieser Basis bildet sich dann die Vielfalt ab. Viele sagen, es ist uns genug. Viele sagen, wir wollen mehr. Wir müssen es dann aber auch erarbeiten oder dürfen es später in Anspruch nehmen. Und bis dahin überbrücken, machen wir eine ganze Menge Überbrückungsinitiativen, kann man alles machen. Damit haben Sie einen wesentlichen
Schritt in Richtung dessen, was Sie andeuten, getan. Sie haben nämlich die Freiheit des Menschen wiederhergestellt, Verantwortung zu übernehmen. Wir diskutieren das ja heute so, als müsste der Staat dem Bürger wieder das Recht einräumen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist aber ein großer Irrtum. Das Recht, Verantwortung zu übernehmen, erwächst aus der Freiheit. Die Freiheit ist ohne Verantwortung nicht denkbar. Dann ist es Selbstverwirklichung oder sonst was, aber nicht das, was wir unter Freiheit verstehen. Vor vielen Jahren, weil Sie Helmut Schmidt zitiert haben, hat Helmut Schmidt mal mit Giscard d'Estaing einen Pflichtenkatalog für die Verfassung entworfen, neben dem Katalog der Grundrechte, weil er das deutlich machen wollte, dass die Grundrechte immer mit Pflichten verbunden sind. In Artikel 14 Grundgesetz, wo das Eigentum geschützt ist, kommt das im Übrigen sehr schön zum Ausdruck. Eigentum verpflichtet, steht da. Sein Gebrauch soll auch dem Allgemeinwohl dienen. Das ist genau das. Wenn ich Freiheit habe und Verantwortung, habe ich sie für mich selbst, die Verantwortung. Und die kann ich auch nicht einfach abgeben, ohne meine Freiheit zu verlieren. Nur wenn eine Bevölkerung diesen Zusammenhang nicht mehr im Blick hat, weil die Systeme, in denen sie leben, sie in eine andere Richtung sozialisieren, das heißt also trainieren. Du brauchst diese Verantwortung gar nicht zu übernehmen, das macht das Sozialsystem für dich. Dann dreht sich das rum. Wenn Sie jetzt zu den Menschen gehen und sagen, übernimm doch die Freiheit wieder, wissen Sie, wie vielfach die Antwort lautet? Der Staat will sich ja nur zu meinen Lasten von Lasten befreien. Das ist aber genau das, im Grunde genommen eine Perversion des Begriffs der Verantwortung. Oder Sie können es ideologisch sagen, die Freiheit kann nur kollektiv wahrgenommen werden. Das heißt, müssen alle in einer Kollektiv miteinander verbunden sein und das macht sie frei, weil das Kollektiv für sie sorgt. Das ist aber nicht die Freiheit, die unsere Verfassung meint. Bei der Krankenversicherung gibt es in der Tat ein Problem. Man möchte diese Sache mit der Grundsicherung in der Gesundheitsversorgung ist nicht einfach. Wo wollen Sie die Linie für die Grundsicherung ziehen? Also eigentlich wollen wir niemanden, der in diesem Land lebt und einen Beitrag leistet, egal in welche Richtung, ob er Steuern bezahlt oder sonst was macht, jedenfalls ein Bürger dieses Landes ist, jetzt nicht im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts, sondern weil er hier lebt und hier mitwirkt. Dem möchten wir nicht die Erkenntnisse der Medizin vorenthalten. Also brauchen wir mehr als nur ein Gebührensystem. Wir brauchen zum Beispiel ein Finanzierungssystem. Wir brauchen zum Beispiel ein Gebührensystem, das jetzt die ärztliche Bezahlung regelt, welches, sagen wir mal, gemeinschaftliche Arbeit von Ärzten ermutigt und auch die Zeit für die Therapie, das Gespräch und sowas ermutigt, statt den Einsatz von Maschinen. Wir haben im Augenblick ein Gebührensystem, das eine Prämie darauf zahlt, dass jemand sich mit möglichst viel Geräten ausstattet, weil der Einsatz von Geräten ein höheres Einkommen gewährleistet. Es gibt also eine ganze Menge von Dingen, die man regeln muss. Wir betrachten immer nur einen Teil davon. Sie können das Gesundheitssystem natürlich auch so organisieren, dass Sie sagen, wir haben eine Grundlast, die wird übernommen. Dafür zahlt jeder seinen Beitrag. Und wenn es exzessive Entwicklungen darüber hinaus notwendig sind, muss das gesondert geprüft werden. Zum Teil machen die Krankenkassen das ja auch so. Müssen das dann genehmigen. Aber der Zusammenhang zwischen der Organisation der Ärzteschaft, der Organisation der Krankenhäuser und der Finanzierung des ganzen Systems, der wird nach meiner Auffassung nicht ausreichend berücksichtigt. Es kann eigentlich keinen Widerstand dagegen geben, wenn jemand sagt, ich bezahle das Doppelte, damit ich zum Beispiel im Krankenhaus ein Einzelzimmer bekomme. Das, wenn man das akzeptiert und sagt, okay, das Krankenhaus ist ja auch ein Unternehmen und wenn das Unternehmen eine Leistung in dieser Weise anbietet, können Sie es natürlich auch nachfragen. Es gibt aber viele, die bereits darin eine Diskriminierung derer sehen, die das nicht bezahlen können. Da, wenn man das zu Ende denkt, darf es in der Lufthansa nur noch Economy Class geben. Das heißt,
eine übertriebene Vereinheitlichung führt nur dazu, dass die Leute, die eine Mehrleistung wollen, aus dem System ausbrechen. Also es ist sehr viel komplexer. Und bei der Alterssicherung ist es einfacher, weil da das Risiko im Grunde genommen feststeht. Risiko in Anführungszeichen. Also Altersarmut. Aber mehr kann ich Ihnen dazu im Augenblick auch nicht sagen. Bitte sehr. Ich komme noch mal zur Frage oder weiter zur Frage. Sind die Objekte und die Verantwortung des Individuums, die ich sicherlich, wie Sie es auch vorgetragen haben, also eine Schlüsselfrage? Ist es. Keine Frage. Und dann haben Sie natürlich auch beschrieben, wie es dazu gekommen ist und wie schwer es ist, in diesen erhärteten Strukturen da rauszukommen. Die Strukturen der Bundesrepublik, was die politischen betrifft, also das Verhältnis von Bund zu Ländern und Gemeinden, aber auch die Selbstständigkeit der Länder bis in die Kulturhoheit und damit natürlich so entscheidende Bereiche der Bildung, sind grundsätzlich vor 60 oder mehr Jahren festgeschrieben oder entwickelt worden bei allen Veränderungen der Zeit. Brauchen wir und in welchen Bereichen, ich spreche nur von der Bundesrepublik, ich spreche nicht von der EU, die ja ein zusätzlicher Bereich ist. Wo sehen Sie die wesentlichen Notwendigkeiten der Strukturänderung? Also man hat ja zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung über eine Länderneuordnung nachgedacht. Und ich muss gestehen, ich fand das auch eine sehr faszinierende Sache. Meinert Miegel und ich haben da mal eine Karte zusammen entwickelt, da gab es noch 7 Bundesländer. Und in jedem Bundesland gab es ein urbanes Zentrum. Ja, das geht. Bis sie sich der Wirklichkeit nähern. wenn sie also, sagen wir mal, das Reißbrett verlassen. Ich weiß nicht, ob Sie jemals politisch verantwortlich oder auch jedenfalls mitwirkend in irgendeiner Weise eine Gemeinde- oder Kreisgebietsreform gemacht haben. Da werden Schlachten ausgetragen. Aber nicht, weil die Posten wegfallen, sondern weil die Beteiligten ihre Identität bedroht sehen. Ich glaube, man kann gar nicht hoch genug, wenn man also sowas machen will, hoch genug berücksichtigen, wie wichtig regionale Identitäten für Menschen sind. Da, wir haben in Sachsen natürlich alles in Sachsen, aber wir haben Vogtländer, wir haben Oberlausitzer, wir haben Niederlausitzer, wir haben natürlich die Sachsen im Tiefland und wir haben Erzgebirger. Und die haben alle ihre Identität und die haben alle ihr Heimatgefühl und die haben alle ihre Geschichte. Ich glaube, unsere Debatten in Deutschland sind sehr wenig geschichtsorientiert. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ein Grund für, sagen wir mal, nicht nur, aber auch bei den Wahlergebnissen, von denen Herr Harnischweger gesprochen hat, die ja exzeptionell waren, war die Tatsache, dass wir von Anfang an, und das rechne ich mir auch selbst zu, aber auch das Kabinett hat da auch mitgemacht, voll und ganz, aufgebaut haben auf der Geschichte des Landes Sachsen. Und das Land Sachsen und das Land Bayern, beide ja Freistaaten, Freistaat heißt nichts anderes als Republik. Es gab in der Zeit um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert so ein Fimmel in Deutschland, da hat man alle Wörter mit französischem Hintergrund eingedeutscht. Und deshalb hieß das Parlament schon auch hier in Bayern 1919 nicht Parlament, sondern Volkskammer. Das kommt nicht von den Kommunisten, das Volkskammer, das war viel älter. Und Freistaat und so weiter. Ja, die beiden sind die einzigen Länder in Deutschland, nachdem Preußen entfallen ist, die eine tausendjährige Staatsgeschichte haben. Also die sind seit 1000 Jahren in einem bestimmten Kernterritorium staatlich verfasst. Und das können sie nicht ändern. Nun, bei Bayern wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, weil das ein ziemlich großes Land ist. Aber bei Sachsen ist das schon schwieriger. Da hätten die Sachsen gesagt, wunderbar, wir stellen das Sachsen vor der Wettiner Teilung wieder her. Also Ende des 15. Jahrhunderts wurde das aus Erbgründen geteilt und wir stellen das wieder her. Dann sind wir völlig einverstanden. Das hätte die Einverleibung von Thüringen und von dem südlichen Teil von Sachsen-Anhalt bedeutet.
Die Sachsen, kein Problem. Aber für die anderen, die jetzt gerade mühsam eigene Identitäten aufgebaut haben, geht nicht. Es wäre eine unglaubliche Vergeudung an politischer Energie. Was man machen kann, man sollte das auch bei der Schule nicht versuchen. Schauen Sie mal, wie wirkungsvoll der Wettbewerb, ob das nur PISA-Studien oder sonst was ist, in Deutschland geworden ist. Es gibt einen allgemeinen Grundsatz, den Sie immer im Blick haben müssen. Wir müssen neue Ordnungen finden. Da sind wir uns, glaube ich, klar. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Problemen angesprochen oder nur einfach benannt, wie zum Beispiel Schulstrukturen und sowas. Wir müssen neue Instrumente finden, mit denen wir die neue Wirklichkeit beherrschen können. Weil die alten Instrumente auf vergangenen Wirklichkeiten beruhen. Eigentlich was Selbstverständliches. So. Aber das Finden der neuen Instrumente ist schwierig. Und deshalb muss man eine Struktur haben, in der man experimentieren kann. Das Experimentieren ist für Leute, die in Ruhe gelassen werden wollen, unbequem. Aber das Erfinden einer einzigen Institution zu überlassen, mit der Gefahr, dass sie etwas Falsches macht und das dann festschreibt und man das nicht wieder ändern kann, ist für viel größere Risiko. Das heißt, was scheinbar entlastend ist, ist in Wirklichkeit ein großes Risiko Belastung. Wir haben wieder einen konkreten Fall. Wir haben in Sachsen, wie in allen Ländern Ostdeutschlands, das achtjährige Abitur gehabt. Also 12 Jahre insgesamt. Das achtjährige Abitur gehabt. Nachdem die Wiedervereinigung kam, haben die Bayern sich bei mir gemeldet und haben gesagt, ihr müsst das neunjährige Abitur einführen, das haben wir hier alle. Und wenn ihr das nicht einführt, ich verkürze eine lange Geschichte, dann erkennen wir das nicht an. Daraufhin habe ich gesagt, ihr habt doch ein Zentralabitur in Bayern. Ja, wir haben auch ein Zentralabitur in Sachsen. So, wir vergleichen jetzt mal 2 Jahre lang die Zentralabiturs und dann reden wir wieder. Haben wir nie wieder was gehört. Und dann hat man in Bayern experimentiert mit einem achtjährigen Abitur. Und dann hat man sich jetzt entschlossen, das zu machen, mit der Folge, dass sie 2 Jahrgänge in den Universitäten haben. Das heißt also, die Folgen dieser retardierenden Haltung müssen heute von den Universitäten und Studenten in überfüllten Hörsälen ausgetragen werden. Hätte man das gleich anders gemacht, dann hätte man gesagt, wir experimentieren mal alle mit dieser Frage. Und die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Dann sollen sie aber auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Ohne Wettbewerb finden Sie belastbare neue Antworten selten. Und immer dann, wenn Sie zu früh ein Zwischenergebnis festschreiben, haben Sie nachher das Problem, dass an diesem Zwischenergebnis, das sich als nicht optimal erwiesen hat, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, einen Besitzstand haben. Die Leute geben das nicht wieder her. Das ist jetzt so, die haben sich eingerichtet, jetzt will ich es nicht wieder ändern. Ein großer Vorteil der richtig verstandenen föderalen Struktur ist genau diese Wettbewerbsmöglichkeit. Man muss den Wettbewerb nur zulassen. Da liegt das eigentliche Problem. Wenn Sie nach Frankreich gucken, in Frankreich gibt es das nicht. Frankreich und Großbritannien sind zentralistisch verwaltete Nationalstaaten. Die sehnen sich oft nach unseren Möglichkeiten. Die Franzosen haben das mal versucht mit Regionen, aber die Departements haben gesagt, nee, also ihr könnt da alle möglichen Fürsten einsetzen, aber zu sagen haben wir. Und das sind die Verlängerungen des Staats, des Zentralstaats. Ich halte da nichts von. Ich halte viel von dem mit Risiko, mit Unbequemlichkeit verbundenen Wettbewerb. Denn eins schützt dieser Wettbewerb auf jeden Fall, und das ist die Identität, die regionale Identität, die die Bevölkerung braucht. Ein schönes Beispiel zum Schluss, ein kleiner Satz. Die damalige Präsidentin der Sächsischen Synode der Evangelischen Kirche hat einen Sohn, der ist leider früh gestorben. Den hat sie mal gefragt, so nach 3-4 Jahren, sag mal, fühlst du dich eigentlich als Deutscher? Und da hat er gesagt, weißt du Mutter, wenn ich im Ausland bin, in Amerika irgendwo, fühle ich mich als Europäer.
Wenn ich in Europa bin, fühle ich mich als Deutscher. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich Sachse. Und ein Bayer könnte genau dasselbe und noch unterteilt nach Franken, Oberbayern, Unterbayern und Schwaben. Das geht. Diese Identitäten sollte man nicht ohne Not unterdrücken. Herr Professor, Sie haben eingangs gesagt, dass jeder, der über die Wirklichkeit redet, sich unbeliebt macht und unbequem wird.